Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IFA-Podcast. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie schon in unserer ersten Podcast-Folge angekündigt, ist das Thema Geld und Finanzen wohl das Thema, was alle Solo-Unternehmer bzw. freiberuflichen Fitnesstrainer und Studiobetreiber interessiert. Der Staat diskutiert zwar bereits darüber, wie sie diese Berufsgruppen unterstützen wollen, aber bisher gibt es da noch keine wirklich ausformulierte Lösung. Aus diesem Grund habe ich unseren Experten Marco Adebar noch einmal eingeladen. Er nennt sich selbst der Trainerberater und ist Spezialist für das Thema Versicherungen und Finanzen. Hallo Marco. Hallo Marcel, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Marco, welche Soforthilfemaßnahmen kann denn jeder selbst sofort anschieben? Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, für jeden am wichtigsten, die Liquidität erstmal aufrechtzuerhalten. Und an der Stelle geht es darum, bevor ich jetzt irgendwelche Zuschüsse unter Umständen vom Staat kriege, von denen ich noch nicht weiß, wann ich sie bekommen werde, dass ich erstmal meine Kosten reduziere. Diese Kosten kann ich zum Teil reduzieren bei meinen laufenden Versicherungsbeiträgen. Dort geht es halt einfach darum, dass jeder, der im Moment Sparverträge hat, also Rente oder Vorsorgeverträge, diese reduzieren oder vorübergehend stilllegen kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für all diejenigen, die in die gesetzliche Rente einbezahlen als Freiberufler. Denn dort richtet sich der Beitrag nach dem verdienten Geld. Da das verdiente Geld zum jetzigen Zeitpunkt erstmal massiv einbrechen wird, kann der Beitrag natürlich dementsprechend angepasst werden. Dafür sollte sich jeder mit der Deutschen Rentenversicherung Bund zusammensetzen und das besprechen, inwieweit er diese Beiträge runterfahren kann. Gleiches gilt für all diejenigen freiberuflichen Trainer, also Solounternehmer, die freiwillig in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen. Auch dort richtet sich der Beitrag nach dem Verdienst. Da der Verdienst auch dort ja einbricht, sollte jeder mit seiner Krankenversicherung sprechen und denen das mitteilen, dass sie jetzt deutlich weniger verdienen werden, um den Beitrag nach unten herabsetzen zu lassen. Der Mindestbeitrag liegt dort im Moment bei 195 Euro. Das heißt, jeder, der zum jetzigen Zeitpunkt dort mehr bezahlt, kann den Beitrag erstmal entsprechend anpassen lassen. Wie schnell greifen solche Maßnahmen? Also wenn ich mich jetzt mit den jeweiligen Institutionen zusammensetze und das Ganze in die Wege leite, wie lange dauert denn das, dass es dann nachher wirklich greift? Die Bearbeitungszeit dauert in der Regel nur wenige Tage, sofern ich da ein bisschen hinterher bin. Das heißt, jeder kann bereits ab dem Monat April dort reduzierte Beiträge fordern. Jetzt gibt es doch sicherlich auch Versicherungen, die man auf gar keinen Fall reduzieren sollte. Welche sind denn das in dem Fall? Das ist richtig. Man hat natürlich ein Bestreben, möglichst viel zu reduzieren, sollte aber auf keinen Fall sogenannte Risikoversicherungen reduzieren. Zu den Risikoversicherungen gehört zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Absicherung gegen schwere Krankheiten, die auch Dread Disease genannt wird. Dort werden halt Risiken abgesichert. In dem Moment, wo ich diesen Beitrag reduziere oder stilllege, ist auch die Leistung, die ich dann kriege, entweder reduziert oder ganz weg, weil ich es habe stilllegen lassen. Großes Problem ist, wenn ich diese Versicherung wieder aufleben lassen möchte oder erhöhen möchte, dann werden nämlich neue Risikofragen dort wieder fällig. Das bedeutet, der Versicherer hat die Möglichkeit, meinen Gesundheitszustand erneut zu prüfen. Und wenn ich dort irgendetwas in meiner Historie habe, was das Risiko für den Versicherer erhöht, bezahlen zu müssen, dann wird er sagen, nee, du kommst nicht wieder zurück. Das heißt, der Vertrag ist dann grundsätzlich stillgelegt. Oder ich kann den Beitrag halt nicht wieder erhöhen und habe halt nur eine geringere Versicherungssumme an der Stelle. Deshalb sollte man dort sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist natürlich jetzt ein sehr komplexes Thema, Marco. Und viele sind sich sicherlich sehr unsicher, wo sie anfangen, was sie machen müssen, zu welchem Zeitpunkt. Dürfen sich die Leute bei dir direkt melden? Selbstverständlich dürfen die Leute sich bei mir melden und ich bin natürlich gerne bereit, in dieser schweren Zeit jedem dort behilflich zu sein. Meldet euch also einfach unter adebar@dertrainerberater.de. Ihr dürft mich aber auch direkt anrufen oder eine WhatsApp schicken unter 0172 4249 845. Die meisten Themen können wir innerhalb kürzester Zeit dort beheben und ihr erlangt ein bisschen Sicherheit an der Stelle und unter Umständen auch geringere Beiträge für den Folgemonat, sodass ihr erstmal über die Runden kommt.
Vielen Dank, Marco. Danke für deine Zeit. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiges Thema für alle da draußen. Und wir werden noch öfters voneinander hören. Wir werden in den nächsten Tagen nochmal die ein oder anderen Themen durchsprechen, auch wenn es wirklich mal alles spruchreif wird, und werden da dementsprechend immer wieder alles aufarbeiten. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund und wir hören uns bald. Danke, Marco. Lieben Dank, Marcel. Der Aufruf nochmal, meldet euch wirklich jederzeit bei mir. Wochenende gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei mir. Auch spätabends ist das gar kein Problem. Wenn ich nicht erreicht werden möchte, ist das Telefon lautlos und ich melde mich kurze Zeit später dann bei euch. Und ich freue mich, in weiteren Folgen euch informieren zu können über konkrete Fördermaßnahmen, die dann bereits beschlossen sind, und auch über das Thema, wie man an Kredite kommt, die man unter Umständen nicht mal mehr zurückzahlen muss. Also Marcel, bis dann und bleib auch du gesund. Dankeschön, bis bald.